In diesem Video reden wir über die häufigsten Fehler, die fast jeder Fortnite-Spieler macht. Deswegen, wenn du diese Fehler machst, hör sofort auf damit. Der erste Fehler ist, ganz wenig Leute nutzen zurzeit ein Warm-up. Viele Leute unterschätzen das Warm-up, aber das darfst du nicht. Denn ein Warm-up bringt viel mehr, als viele Leute denken. Wirklich alle Pro-Spieler, die ich kenne, nutzen ein gutes Warm-up. Und jetzt sage ich dir, wieso ein Warm-up so wichtig ist. Ein Warm-up ist so wichtig, denn wenn du sozusagen jeden Tag mindestens eine gute halbe Stunde Warm-ups, sind deine Finger eingespielt. Und wenn deine Finger eingespielt sind, wirst du automatisch mehr treffen, wirst du besser bauen und dann wird deine Reaktion halt auch sich deutlich verbessern für den ganzen Tag. Also eher gesagt für den Rest des Tages. Und wenn du noch kein gutes Warm-up hast, kannst du dir auch mein Video zu einem guten Warm-up anschauen. Ich habe vor längerer Zeit ein gutes Warm-up auf YouTube hochgeladen. Das findest du auf meinem Kanal. Der zweite Tipp ist, beschäftige dich mit der neuen Meta. Denn jede Season oder jedes Chapter gibt es eine neue Meta und die musst du kennen. Und wenn du noch nicht weißt, was die neue Meta ist, ich mache bald auch dazu ein Video. Deswegen lohnt es sich, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um dieses Video nicht zu verpassen. Und wenn du nicht länger warten willst und jetzt herausfinden willst, was die neue Meta ist, schau dir gerne Tipps und Tricks Videos auf YouTube an zu der neuen Meta. Was ich dir aber zu der neuen Meta sagen kann, ist, die Havoc Pump ist die beste Pump im ganzen Spiel bis jetzt. Und die Slurp Juicies musst du mitnehmen. Die Slurp Juicies findest du auf der Insel, die nach der vierten Zone spawnt oder in den neuen Loot Shops. Den dritten Tipp kennen ganz viele Leute, aber den machen halt nicht viele Leute. Es ist nämlich, trainier das, was du noch nicht so gut kannst. Der Tipp klingt sehr simpel, aber das ist wirklich ein sehr wichtiger Tipp. Denn wenn du im Bauen schon sehr gut bist, solltest du nicht weiterhin Bauen trainieren. Natürlich kannst du manchmal ab und zu Bauen trainieren, aber angenommen, du bist ganz gut im Bauen, aber hast nicht so ein gutes Pump-Aim, dann trainier doch lieber und länger das Pump-Aim als Bauen. Was meine ich damit? Trainier die Sachen, die du noch nicht so gut kannst. Der nächste Fehler ist, ganz wenig Leute schauen regelmäßig Tipps und Tricks Videos. Tipps und Tricks Videos sind sehr wichtig. Wieso das so ist, das erkläre ich euch jetzt. Denn durch Tipps und Tricks Videos könnt ihr erfahren, was die neue Meta ist, welche Waffen ihr am besten spielen solltet, wo der beste Landespot ist, die beste Methode, um jede Runde oder fast jede Runde zu gewinnen und vieles mehr. Jetzt zähle ich euch ein paar YouTuber auf, die zurzeit regelmäßig Tipps und Tricks Videos hochladen. Als erstes sollten auch viele kennen Lenny OG. Ja, der macht auch sehr gute Tipps und Tricks Videos. Als zweites, ich versuche jetzt auch regelmäßig Tipps und Tricks Videos zu machen. Also könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, wenn ihr keinen Tipps und Tricks mehr verpassen wollt. Als nächstes macht Alvi noch Tipps und Tricks Videos. Natürlich macht er nicht mehr so viele Tipps und Tricks Videos, aber ab und zu kommen bei ihm Tipps und Tricks Videos. Natürlich könnt ihr auch englische Tipps und Tricks Videos schauen, wenn ihr gut Englisch könnt, aber ich kenne eigentlich keinen richtigen englischen YouTuber, der Tipps und Tricks Videos macht. Wenn ihr jemanden kennt, könnt ihr den gerne schauen, aber ich kenne euch eigentlich so keinen. Und wenn ihr euch in Bauen verbessern wollt, schaut euch dieses Video an, da habe ich euch alles gründlich erklärt.